SPD verbietet eigenen Genossen öffentliche Äußerungen zum ESM. Ist das die Freiheit, die Sie meinen? Berlin. Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihren eigenen Genossen einen Maulkorb verhängt. Öffentliche Stellungnahmen einzelner Abgeordneter zur europäischen Rettungspolitik sollen vorläufig unterlassen werden. Zumindest so lange, bis die Bundestagsfraktion der Sozialdemokraten in Sachen ESM eine eigene politische Willensbildung vollzogen hat. Dies berichten die deutschen Mittelstandsnachrichten, die SPD-Bundestagsabgeordnete zum Thema befragen wollten. Der Referent der Arbeitsgruppe Haushalt, SPD-Mann Markus Gallander, ließ in einer E-Mail an das Blatt vermelden, dass sich die Opposition derzeit außerstande sieht, eine seriöse politische Position zur ESM-Debatte einzunehmen. Ganz Europa kennt den Entwurf zum ESM-Vertrag, nur die Sozialdemokraten des Deutschen Bundestages nicht. Bundestagsabgeordnete sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen, sagt zumindest das Grundgesetz in Artikel 38. Die Weisungen des SPD-Referenten Gallander haben die Abgeordneten im Übrigen gehorsam befolgt. Das Blatt erhielt keine Stellungnahmen. So einen richtigen Durchblick in Sachen Euro-Rettung haben die Abgeordneten offenbar nicht. Dies hat sich offensichtlich seit den ersten Rettungspaketen auch nicht geändert.